Los! Und er hat automatisch gespeichert. Ich sollte das echt mal umlegen. Aber jetzt erstmal willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Es ist schon eine ganze Weile her. Aber jetzt nehmen wir wieder auf. Und wir sind alle glücklich. Ja, und kratzen uns erstmal am Bein, weil wir alle Flöhe haben. So, jetzt muss ich erstmal hier die blöde Steuerung auf F9 wirklich mal umlegen. Also wortwörtlich umlegen. Weil das so ja gar nicht mal geht hier. Wo steht denn das jetzt hier? F9? Hä? Sidestep? Sidestep? Warum nennt man das Sidestep? Wo ist denn jetzt hier? Das kann doch nicht angehen. Kann man das nicht umstellen? Ja, willst du mich verschaukeln? Was ist das denn hier? Ach. So ein Scheißendreck. Na. Ist egal. Talken wir jetzt erstmal weiter. Erstmal schön im Journal gucken, was wir überhaupt machen sollen. Hä? Hä? Oh. Mensch, ey, ich hab's gar nicht mehr drauf. Wo ist denn jetzt hier das Journal? Ne, das ist Inventar. Vielleicht auf L wie Lock? Oh, Mensch, ich bin gut. Okay. Verschwunden, danke dir. Bla bla bla. Hin und her, haut es da. Tralala, 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 tralala. Verschwunden, danke dir. Die Butler wissen vielleicht, wohin Neck verschwunden ist. Bla bla. Der war doch Pilze sammeln, oder? Der war Pilze sammeln. Da kannst du mir erzählen, was du willst. War er doch. Oder? Ach, Mann. Vielleicht sollte ich einfach mal was anderes tun. Und zwar. Bla bla. Patchwork Nachricht. Falls dem Typen begegne. Nächste Runde auf Ori geht. Was auch immer das heißen mag. Ja, ja, ja. Auftrag von Torus? Auftrag von Torus? Nee. Nee. Doch. Prüfung des Vertrauens. Sekte. Snuffs Rezept. Snuffs Rezept. Habe ich denn vielleicht schon genügend für Snuffs Rezept? Das wäre doch mal witzig. Suppe! Ich habe jetzt Bock auf Suppe. Also, warum ich jetzt in letzter Zeit nichts. Nein! Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Das gibt's nicht, ey. Und ich dachte schon, der wäre endgültig weg. Der wäre doch die letzten Folgen nicht da. Warum ist er jetzt da? Und wo ist vor allem Snuff hin, der Alte? Das gibt's ja nicht, ey. Ich krieg die Krise. Wo ist Snuff? Snuff, hallo? Na, oh, weißt du was? Ich tue dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Ist ja toll. Oh Gott. Snuff? Ist das Snuff? Hallo, Snuff. Ich hab die Sachen. Ich hab die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, die brauchst du noch dazugeben, dann ist der Antrag fertig. Warte. Wieso sagt er jetzt nichts? Keine Ahnung. Hey. Bug. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber niemand wie du würde sich hier ja niemals mit einer Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Mut! Soll ich dir was sagen? Du nervst gewaltig! Oh mein Gott! Snuff, jetzt auch den Säcken rumzuspielen. Du kannst später noch mit den Säcken rumspielen. Das hört sich jetzt komisch an, als es ist. Ja, genau. Dazugeben? Dazugeben? Gib die Zutaten dazu. Und willst du? Ja, nein. Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Ich bin dir echt dankbar. Ja, wieso wollen die dich wohl loswerden? Ich weiß auch nicht. Mensch. Snuff! Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Ja, was? Gib her. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Das ist gut. Kannst du mir auch beibringen zu kochen? Ich werde dir mein Rezept zur Zubereitung von meinen Fleischwanzen nach Ragu beibringen. Immerhin hast du mir die Zutaten dafür gebracht. Tja, ich weiß. Fleischwanzen nach Ragu kosten einen Lehrpunkt. Für so einen Rotz gebe ich doch nicht meinen Lehrpunkt aus. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Was? Alter. Also ich hatte nichts gegen Homosexuelle, ja, aber man kann auch aufdringlich werden.
wo ist denn jetzt... Was wollte ich denn so überhaupt machen? Ja. Mutlos werden. Das ist eine gute Idee. Ja, ich werde jetzt mutlos. Das wird jetzt gewalttätig. Kinder, schaut jetzt bitte weg. Upsala. Das slidet er hier im Grind. Jetzt ist mir schön die Kante da runter. Wow. Ich hab's drauf. Es ist Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Torus? Wo sind die denn alle? Das gibt's ja nicht, ey. Man könnte meinen, der Tag hat gerade erst angefangen. Ach, Dist. Ich hatte doch schon mal ein besseres Schwert. Wo sollst denn hingehen? Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Hatten wir das Gespräch nicht schon mal? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Du kannst reingehen. Ja, das will ich hoffen. Oh, Mann. Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ich hatte nie einen großen Bruder. Auch keinen kleinen. Meine Eltern wollten mich nicht behalten. Ich bin sicher, das fiel ihnen nicht leicht. Bestimmt nicht. Ja, bestimmt nicht, nee. So, Mut. Wo gehen wir zwei Hübschen nochmal hin? Wir suchen uns erstmal ein kuscheliges Plätzchen. Damit ich meine Spitzhacke ziehen kann. Oh, jetzt wird's böse. Jetzt wird's richtig, richtig böse. Na komm her. Ein bisschen weiter weg von den Wachen. Erstmal noch speichern. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Sobbing. Tschüss, Mut. Wo kommst du denn her? Oh, das. Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht. Ich komme aus Korinis. Warst du schon mal dort? Ist ja eigentlich auch egal. Stimmt, es ist völlig egal. Zack. Zack. Oh, jetzt renn er weg. Oh, soll mal recht sein. Renn nur. Renn. Ich werde dich finden. Glaub mir, ich werde dich finden. Ja, tschüss. Hau bloß ab. Meine Güte, kann der Typ nerven. Ist ja Wahnsinn. So. Nein, Bloodwind, ich will kein Schutzgeld bezahlen. Tut mir leid. Ich stelle mich jetzt auf diese Hütte und guck erstmal nach, ob ich nicht irgendwie bessere Sachen habe zum Ausrüsten. Das kann ja nicht angehen. Mein ganzes Erz habe ich auch, bin ich auch losgeworden, ne? Ist geil. Ist geil, Mann. Ich bin richtig am Arsch. Karte für Redford. Bla bla. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal hier mit, wie hieß er noch? Der Typ vom neuen Lager, den ich loswerden soll für Torus. Da gehe ich jetzt erstmal hin und gehe mit ihm zum neuen Lager. Ich meine, wieso auch nicht? Habe ich eigentlich Lernpunkte? Nein, ich habe keine Lernpunkte. Ich bin total unerfahren. Bin ich immer noch Level 1? Ja, ich bin immer noch Level 1, ey. Ich bin so schlecht. Das ist ja Wahnsinn. Wie sitzt der denn da? Das ist doch nicht gemütlich. Gohanes, ey. Die Typen vom Sektenspinner, Sumpflager-Spinner-Kram. Irgendjemand hat mich gerade bei Steam angeschrieben, wie ihr sicherlich gerade gehört habt. Aber ich gucke jetzt nicht nach. Es ist mir völlig egal. Da ist er doch. Mordrak, genau, Mordrak war der Name. Hallo Mordrak. Hey du. Mordrak? Ah. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Alles klar. Da kann ich jetzt mal ein paar Erfahrungspunkte umsonst abstauben. Das ist super. Vielleicht werde ich dann endlich mal Stufe 2. Das wäre zu schön. So. Mordraks Waffe. Die ist gut. Vielleicht haue ich den Typen einfach um und nehme mal seine Waffe. Das wäre doch mal cool. Oder warte mal, jetzt kann ich doch auch die Typen zu ihm ziehen und dann machen die ihn kaputt. Nee, dann macht er sie kaputt und ich krieg die Erfahrungspunkte, oder? Ja, kommt her. Kommt her. Na los. Ja, kommt her. Kommt her, kommt her. Da hinten ist Mordrak. Hallo Mordrak. Zieh mal deine Waffe, bitte. Mordrak? Na, siehst du, genau. Plus 50. Geil. Kaputt. Und nochmal plus 50. Super. Da hinten ist aber noch einer. Den will ich auch haben. Ja, ja, komm nur her. Komm her. Wir ziehen dich jetzt mal zu Mordrak. Mordrak will sich um dich kümmern. Das ist ein ganz freundlicher. Nein, 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 nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Hier, hier geht's weiter. Ja, komm, 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 komm. Ja, los, nicht so schüchtern. Los. Du willst doch auch. Au, puh. Halleluja, macht er viel Schaden.
werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Ja, das will ich hoffen. Kaputt, kaputt, kaputt. Na los, na los, jetzt hau ihn! Was macht er denn? Mit seinem deformierten Bogen. Oh, komm, nicht... Na, süße, geht doch. Dankeschön. Alles klar, Plünderzeit. Einmal rohes Fleisch für mich. Und lass mal raten, einmal rohes Fleisch für mich. Und Überraschung, einmal rohes Fleisch für mich. Super. Dann kann ich jetzt da hinten noch mal endlich in die Höhle rein. Sklavenbrot, Höllenpilz und Höllenpilz. Und noch ein paar schöne, schicke Waldbeeren. Und warte mal. Ich blute ein bisschen. Das haben wir gleich, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Einmal schön zweimal gebratenes Fleisch reinkloppen. Und schon geht das wieder. Schon fühlen wir uns wieder fit wie ein Turnschuh. Da liegt jemand. Ein toter Gardist. Mit 10 Herz. Amulett des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf die Rückseite eingraviert. Tja, Neck. War schön mit dir. Kann ich gleich mal anlegen. Schutz vor Waffen 5. Das ist schon mal gut. Verwitterte Axt. Ein Apfel. Heulkräuter. Nachtschattengewächs. Komm her. Oh, komm. Siehste. Und mehr Sklavenbrot. Mehr Höllenpilz. Ich liebe Pilze. Na, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, ich liebe Pilze, aber ich mag Pilze. Genau, ich wollte ja noch erzählen, warum das jetzt so gedauert hat mit den Aufnahmen. Ich bin nur noch am Xbox zocken irgendwie und sein Bogen ist immer noch deformiert. Wohin will er denn? Na, okay. Ich bin nur noch am Xbox zocken, das ist Wahnsinn. Und da ich keinen richtigen Grabber dafür habe, beziehungsweise keine TV-Karte und mir das Gerät ein bisschen zu teuer ist, dass ich dafür brauchen würde. 179 Euro oder so. Kann ich das leider nicht aufnehmen. Ich hätte es aufgenommen, was ich da alles zocke auf der Xbox. Das hätte sich, glaube ich, sogar gelohnt, weil ein paar Spiele habe ich sogar schon durch. Also unter anderem ist da Fable 2 mit bei. Habe ich schon durchgezockt. Dann Herr der Ringe Krieg im Norden habe ich dreimal sogar durchgezockt, weil ich das Spiel nämlich mit 1000 Gamerscore-Punkten beenden wollte. Das habe ich also schon dreimal durch inzwischen. Einmal auf normal, heldenhaft und einmal auf legendär. Und irgendwie bringt's die Waffe überhaupt nicht. Das macht gar keinen Schaden, Mann. Was ist denn da los? Wie ich das an? Das macht mehr Schaden. Ja, genau. Momentan bin ich dann am Two Worlds zocken. Dann habe ich auch noch Two Worlds 2. Habe ich auch noch. Aber das zocke ich erst, nachdem ich mit Two Worlds durch bin. Logisch, ich bin da chronologisch veranlagt, deswegen spielen wir hier auch gerade Gothic 1 und nicht Gothic 2 oder 3 oder 4. Wobei 4 sowieso irgendwie nur Müll ist, aber davon abgesehen. Ja, was habe ich denn noch? Muss ich mal gucken. Lost Odyssey, genau, mit 4 DVDs habe ich allerdings noch nicht gespielt, weil ich erstmal im Two World Zock bin. Wo geht das hier eigentlich hin, Herrgott? Wo bin ich denn hier? Gilbert! Na moin! Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager. Hatte Ärger mit Gomez' Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Kann ich dir wobei helfen? Wenn du mich so fragst, ja, kannst du. Du könntest für mich ins alte Lager gehen, dich mal bei Gomez' Leuten umhören, ob sich noch jemand an mich erinnert. Und was, wenn das jemand tut? Ich will wissen, ob ich mich wieder ins alte Lager wagen kann. Ohne, dass ich von Gomez' Leuten aufs Maul bekomme. Wenn du das weißt, dann komm zu mir zurück und erzähl mir alles. Wo soll ich anfangen? Ich hatte meine Hütte im Marktviertel des Außenrings. Da hatte ich auch den Ärger. Dort solltest du also anfangen. Was hast du eigentlich verbrochen, ne? Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist meine Rückkehr für ins alte Lager. Ich kümmere mich darum. Okay, Gilbert, ob der wohl wütend ist, wenn ich an seine Truhe gehe? Na, ich probiere es lieber nicht aus. Wo geht's hier oben hin? Hallo? Mordok muss ich erstmal warten. Ich will jetzt erstmal hier gucken, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Außer Sträucher und Büsche und Steine. Und natürlich Bäume. Irgendwie. Hallo? Oh, da rutscht er. In schöner Surf-Manier. Na, ist egal. Ich werde jetzt erstmal hier wieder runter springen, wenn ich das irgendwie hinkriege, ohne gleich zu sterben. Das wäre echt super.
Hopp. Hallo? Okay. Dann hier. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm, nicht dein Ernst. Wo ist mein letzter Spielstand? Das war gut, ne? Nee, da hab ich keinen Bock drauf, Alter. Tut mir leid, wenn ihr das jetzt sehen müsst, aber... Das habt ihr jetzt...